Wir leben in einer Zeit mit unglaublichen Möglichkeiten. Wenn du vor 100 Jahren ein Produkt auf den Markt bringen wolltest, so war das nur ganz wenigen Menschen vorbehalten und die mussten gute Kontakte haben und natürlich viel, viel Geld. Selbst vor 20 oder 30 Jahren war es immer noch so, du brauchtest viel Geld, du musstest über die Massenmedien gehen, wie TV, um ein neues Produkt in den Markt zu bringen. Heute haben wir alle Möglichkeiten. Heute durch die Möglichkeiten im Internet, durch Social Media, durch Online-Marketing, hebelst du das alles aus. Diese ganzen Markteintrittsbarrieren, die es in der Vergangenheit gab, die sind weg. So, und jetzt sprechen wir darüber, wie bringst du ein Produkt auf den Markt? Warum macht es überhaupt Sinn, ein Produkt auf den Markt zu bringen? Und das Problem, was die meisten haben, ihnen fehlt die Kreativität zu überlegen, was könnte denn ein Produkt sein? So, und darüber unterhalte ich mich mit jemandem, der über 150 Produkte in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat, das sehr, sehr erfolgreich und der davon richtig gut leben kann. Deswegen wird das jetzt ein mega spannendes Gespräch mit the one and only Calvin Hollywood. Was eine Anmoderation hier. Mensch, das ging ja... Seht ihr, der Trommelwirbel noch. Du hast es schön erklärt, also das mit der Schwierigkeit, früher Produkte auf den Markt zu bringen und heute schön transparent dargestellt. Ich fand es sogar noch bis vor 10, 11 Jahren bei meinem ersten Produkt, das ich auf den Markt gebracht habe, höllisch schwer. Also ich kann mich noch erinnern, mein erstes Produkt war halt eine CD mit Weiterbildung drauf. Viele wollten wissen, wie etwas funktioniert und ist jetzt kein Witz. Ich habe mir Rohlinge gekauft, dann habe ich einen Drucker besorgt, der diese runden Aufkleber bedrucken kann. Dann war ich zu Hause im Wohnzimmer mit meiner Frau gesessen. Wir haben eine Grafik erstellt, die CDs beklebt, dann die Hüllen gedruckt. Dann alles zur Post gebracht, dann hat es manchmal nicht in den Briefkasten reingepackt, dann mussten wir uns mit Versandtaschen rumplagen. Wahnsinn. Also das war ein riesiger Prozess. Schließe ich mich an, wir haben es nicht im Wohnzimmer gemacht, wir haben es im Büro gemacht, aber auch wir haben eine Maschine gekauft, respektive eine Möglichkeit gekauft, wie wir die CDs direkt bedrucken konnten. Du musstest spezielle Rohlinge haben, die bedruckbar waren. Mit einem Tintenstrahldrucker haben wir das gemacht und. Ja, natürlich, haben wir auch. Aber geile Zeit eigentlich, ne? Wenn man das mal mitgemacht hat und dann, naja, weißt du, so, das ist wie, wenn man mal fotografiert hat, man hat es mal analog gemacht. Also rückwirkend, denke ich, um Gottes Willen, aber dieses Erlebnis dann, vielleicht irgendwas zur Post zu bringen, die ersten Verkäufe, du hast sie noch so richtig vor dir gesehen. Also missen will ich sie nicht. Aber muss keiner mehr mitmachen, diese Zeit, Gott sei Dank auch irgendwie. Mhm. Okay, so, also wollen wir vielleicht erstmal darüber sprechen, was gibt es für Produktgattungen, Produktarten und dann mal auch da reingehen, wie findet man das richtige Produkt? Gerne. Also von den Produktarten, so wie das bei mir jetzt mal war, ich kann ja mal darüber erzählen, bei mir entstehen Produkte immer aufgrund der Sorgen anderer. Also ich finde immer, ein Produkt sollte ein Leben verbessern von den anderen oder einfacher machen. Und das geht natürlich mit physischen Produkten, die man irgendwie nutzen kann. Das können auch digitale Produkte sein, wie Hörbücher oder Weiterbildungen. Ich selbst habe mich immer auf digitale Produkte konzentriert, würde das auch jedem empfehlen, weil da einfach die Marge höher ist. Wichtig ist nur, eine Dienstleistung ist ja auch ein Produkt. Wobei ich da empfehlen würde, macht auf jeden Fall Dienstleistungen. Aber je passiver ein Einkommen werden soll, je mehr Zeit wir haben wollen, je schneller es für den anderen auch verfügbar sein soll, würde ich versuchen, sich ein bisschen zu trennen von dieser Dienstleistung. Man kann ja dann die Offline-Dienstleistung vielleicht online legen, indem man Livestreams macht oder Webinare. Das ist ja auch noch eine Dienstleistung, was aber schon wieder ein bisschen besser ist. Aber wenn ich von einem Produkt rede, von einem klassischen Produkt, meine ich etwas, wo man einmal Zeit rein investiert und dann nicht keine Zeit mehr, also man muss immer ein bisschen was machen, aber dann lange Zeit davon profitiert, weil man einmal Zeit investiert hat. Das ist ja dieser Sprung raus aus diesem Verhältnis Zeit gegen Geld. Will ich mehr verdienen, muss ich noch mehr arbeiten und das fällt halt bei den Produkten flach.
Und deswegen kann ich eher empfehlen, Produkte im Sinne von etwas zum Anfassen, etwas zum Runterladen. Davon hat auch der Konsument am meisten. Okay. Wie komme ich jetzt zu einem Produkt? Also bei mir ist das ja oft so, es ist das Know-how in Form von, früher waren es DVDs, dann große DVD-Boxen. Jetzt, heute sind die Sachen alle online, alle digital. Und das ist übrigens auch spannend. Mich hat mal jemand gefragt, Dirk, wann hast du das letzte Mal ein Notebook gehabt mit CD-Laufwerk? Und dann habe ich überlegt, also ich habe jetzt auch noch ein CD-Laufwerk, aber eben ein externes, was ich anschließe. Aber wann war das letzte integrierte CD-Laufwerk? Jahre her. Und er sagt, und jetzt willst du mir DVDs verkaufen? Stimmt. Das war für mich so dieses, ja, ab sofort nur noch Streaming. Ab sofort nur noch, die Videos liegen auf einer Plattform und du kannst sie da runterladen. Mhm. Finde ich gut, ja. Viele wehren sich doch noch so ein bisschen dagegen, wie gegen Abo-Modelle, ne? Die sind noch so ein bisschen festgefressen und man muss auch dazu sagen, ich habe auch deine CDs noch im Regal stehen. Mhm. Es hat auch diese Haptik, das Physische, Leute wollen was zum Anfassen. Ich mache es neuerdings auch so, dass es bei manchen Sachen auch ein Premium-Set gibt, wo man dann auch nochmal offline zuschicken kann. Aber wie du schon sagst, ich empfehle auch mit der Zeit zu gehen, auch wenn man sich vom Physischen trennen muss. Da würde ich versuchen, es als Download anzubieten. Für Fotografen jetzt ein Bildband, ein Kalender macht online jetzt weniger Sinn. Da gibt es aber auch Variationen, dass man mit Wallpaper arbeiten kann. Aber in der heutigen Zeit ist Download, weil wir müssen ja an die anderen denken. Und du hast ja auch gerade gefragt, wie kommt man an ein Produkt? Bei mir waren es immer die anderen. Ich habe mich nie hingesetzt und habe mich gefragt, was für ein Produkt könnte ich auf den Markt bringen? Sondern ich habe mich immer gefragt, was wollen die anderen wissen? Was sind die Fragen, die man mir stellt? Und so kam ich immer zu Lösungen. Und dann kommt man irgendwann mal zu einer App, weil die Leute einfach sagen, hey, ich bin ständig unterwegs, hast du da was? Und wie du es zu Beginn gesagt hast, es ist alles da. Es gibt Firmen, die haben alles für dich vorprogrammiert. Du musst es nur noch in Anspruch nehmen. Daher frage dich einfach, beobachte, was wollen andere von dir wissen? Wenn du da nicht drauf kommst, wenn du jetzt wirklich für dich denken willst, dann frag dich doch mal, was hast du in der Vergangenheit gemacht, was andere noch nicht gemacht haben? Was weißt du, was andere nicht wissen, vielleicht auch nicht wissen können, weil du vielleicht in ein bestimmtes Berufsfeld reingegangen bist? Worin bist du ausgebildet, worin andere keine Ausbildung haben? Und dann kommen oft so Dinge, zum Beispiel, ich habe dieses Produkt jetzt nicht, aber ich habe Zwillinge. Wie viele Menschen da draußen bekommen Zwillinge? Ich habe sie schon. Theoretisch, na eigentlich nicht theoretisch, in der Praxis könnte ich etwas erstellen, was allen hilft, die jetzt Zwillinge bekommen, die all das wissen müssen, wo ich mit zu kämpfen hatte, im Beginn der Zwillinge. Also frag dich einfach, wo hast du die Nase vorn und daraus kannst du dann ein Produkt machen. Cool. War das damals mit den CDs, die ihr gemacht habt, war das dein erstes Produkt oder was war das erste? Das erste Produkt war in der Tat eine CD. Also ich habe mein Wissen geteilt auf Seminaren und Workshops. Irgendwann haben die Leute gesagt, ich kann nicht kommen, das ist zu weit weg, ich habe keine Zeit. Und da hört man es doch, es geht um die anderen. Und dann habe ich halt das aufgenommen und habe es auf eine CD gebrannt und habe das denen dann geschickt und die haben dafür halt bezahlt. Und das war im Prinzip mein erstes Produkt. Und dann ist mir gekommen, naja gut, das ist ja geil eigentlich. In meiner alten Welt, reine Dienstleistung, du konntest dich nicht aufteilen. Und dann war diese neue Welt voller Produkte, wo ich gemerkt habe, geil, du kannst dich aufteilen. Plötzlich kannst du deine Leistung mehreren zur Verfügung stellen. Einfacher, schneller, bequemer für beide Seiten. Mhm. Wollen wir mal sagen, was für ein Volumen sich da bewegen lässt? Also ich habe so ein paar Vergleichszahlen im Kopf. Ich kenne jemanden, der als Online-Marketer in Dubai sitzt, der jeden Monat ein neues Produkt rausbringt und der jeden Monat einen Launch macht über 500.000 Euro. Also jeden Monat bringt er ein digitales Produkt, 500.000 Euro und in Dubai bleibt da auch relativ viel übrig, wenn er das da macht. Ja? Ja. Oder
In den USA habe ich gehört von einem Online-Marketer, der hat sich auf eine bestimmte Zielgruppe eingeschossen und hat dieser Zielgruppe angeboten, dass er für die eine Karrieremöglichkeit hat. Mhm. Der sagt denen, wie die Karriere machen können und hat damit in den letzten Jahren 20 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Okay, ist auf Englisch, ist ein viel größerer Markt, aber 20 Millionen hat er gemacht. Was für... Also mein erster Launch, kann ich an der Stelle sagen, mein erster Launch war letztes Jahr im Juni. Das war der Online-Kurs Neukunden mit Garantie, 14 Stunden Know-how und der Preis war, glaube ich, 197 Euro. Und wir haben in einer Woche ohne Affiliate-Partner 111.000 Euro Umsatz gemacht. So, das war cool. Der erste Launch, direkt sechsstellig, war wow. Mittlerweile haben wir auch so Produkte schon zusammen gemacht. Mittlerweile ist sechsstellig eher normal als ungewöhnlich. Aber das liegt auch daran, dass wir natürlich eine unterschiedliche Reichweite haben. Ja, wir haben eine größere Community, wir haben einen größeren Bekanntheitsgrad. Deswegen ist es natürlich einfacher, das hinzukriegen. Aber mal Zahlen von dir, in welcher Größenordnung bewegen wir uns da? Also diese Zahlen, wo du jetzt hier nennst, die sind, wie du schon sagst, machbar für jemanden, glaube ich, der Expertise hat, der dann auch vielleicht schon in den Premium-Bereich geht, hochpreisige Produkte auf den Markt bringt und so weiter. Ich habe schon Launches gehabt, das sind an einem Abend 500 Euro, aber ich habe auch schon an einem Abend 20.000 Euro gemacht. Was ich den Leuten immer mit auf den Weg gebe, also das sollte man definitiv anstreben, weil das ist durchaus locker möglich. Allerdings, ich habe immer so einen schönen Vergleich, wenn du jetzt noch ganz am Anfang stehst und noch keinen Plan hast, ein Produkt auf den Markt zu bringen und du bist dir unsicher, dann starte nicht mit einem 400-Euro-Produkt, weil dann baust du da vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr rum und dann schaffst du, angenommen du hast ein 1.000-Euro-Produkt und du verkaufst das 10-mal, klar, dann hast du 10.000 Euro gemacht. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, du hast ein 10-Euro-Produkt und verkaufst das 1.000-mal. Du hast den gleichen Umsatz gemacht, aber jetzt hast du einen großen Vorteil. Denn ich sage immer, es darf nicht bei einem Produkt bleiben. Und wenn du ein 10-Euro-Produkt 1.000-mal verkaufst, hast du 1.000 Menschen, die du beim zweiten Produkt informieren kannst. Und deswegen sage ich immer zu Beginn, geh erstmal klein rein. Ein Hörbuch. Wie schnell macht man ein Hörbuch? Quicktime-Player am Mac an, draufsprechen, ganz locker, flockig, wie in einem persönlichen Gespräch. Audiobookbinder ziehen, Cover rein, Hörbuch ist fertig. Und jetzt lerne Vertrieb. Jetzt lerne es an den Mann zu bringen. Ja, da haben wir ja Experten hier. So. Und die Menschen, die du dann erreichst, denk am Anfang noch nicht so sehr an das Geld. Du wirst dich über jeden Cent freuen. Aber wenn du dann es mal schaffst, ein paar hundert zu verkaufen, dann hast du beim zweiten Produkt, was dann vielleicht keine 20 Euro kostet, dann vielleicht 200 Euro kostet, kannst du schon mal 1.000 Menschen informieren. Also mein Tipp ist, wenn du ein Produkt auf den Markt bringst, gib dich nicht mit 10 Verkäufen zufrieden. Das kann auch mal passieren zu Beginn. Die ganzen Strategien sind da draußen. Du kannst dir alles aneignen und ein paar hundert Mal sollte sich dein Produkt mindestens verkaufen an einem Abend. Also das ist immer so die Benchmark, die ich sage. Bei einem 1.000-Euro-Produkt ist ein paar hundert Mal schon sehr viel. Die wenigsten von euch werden mit einem 1.000-Euro-Produkt an den Start gehen, vielleicht eher 20, 30, 50 Euro. Und da kann man dann so an einem Abend, sollte man schon mindestens 100 Verkäufe anstreben. Und da freuen sich viele drüber, ne, an einem Abend. Also das war damals bei meinem ersten guten Produkt so. Also ich glaube, was du jetzt raushören kannst, ist erstens, welche Möglichkeiten hast du? Das zweite ist, der Engpass ist nicht dein Produkt. Der Engpass ist die Strategie, die Taktik und wie du das Ganze verkaufst, respektive vermarktest. Ja. Darf ich da noch einen hinzufügen? Und zwar, denke bei der Erstellung des Produktes nochmal nicht so sehr an dich. Nicht nur du hast Vorteile, indem du dann mehr Zeit hast, mehr Geld verdienst oder wie auch immer, sondern der Konsument hat auch mehr Vorteile. Nehmen wir mal an, der Dirk macht ein hochpreisiges Seminar. So, kostet 800, 1.000, 3.000 Euro, wie auch immer. Jetzt kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht kommen. Aber Dirk bietet das später für diese Summe teurer oder wie auch immer später im Internet an. Jetzt kann ich das in Anspruch nehmen. Ich habe es schneller verfügbar. Ich spare vielleicht auch Zeit, Kosten, Aufwand und so weiter. Das heißt, derjenige, der ein Produkt kauft, gerade dann, wenn es digital ist, der hat ja auch Vorteile. Kino bedeutet für mich immer Aufwand, ins Kino gehen. Wo bringe ich die Kinder unter? Wieder hinfahren, Parkplätze.
So, Netflix wurde geboren, Amazon Prime. Mhm. Das heißt, der Konsument hat auch was davon. Deswegen mach Produkte, um den Menschen da draußen zu helfen. Du sagst ja auch immer, du willst vielen Menschen etwas ermöglichen. Offline ist geiler als online, definitiv. Aber online hast du mehr Möglichkeiten. Deswegen, wenn du was weißt, wenn du was kannst, mach ein Produkt. Vielleicht will ich es ja kaufen. Okay. Sprechen wir mal was an, was du gerade schon erwähnt hast, nämlich das Pricing. Das Pricing ist ja elementar. Zu viel zu nehmen bedeutet, das Ding ist ein Rohrkrepierer und es geht nicht genug Menge raus. Zu wenig zu nehmen ist auch nicht clever. Also ist die Frage, wie setzt du das Pricing fest? Ja, jetzt, Achtung, jetzt werde ich unter Druck gesetzt, weil hier der absolute Experte neben mir sitzt. Ich habe meinen Preis immer nach der Zielgruppe orientiert. Ich habe gemerkt, dass ich mit meinen Preisen die Zielgruppe führen kann. Das heißt, ich kann bestimmen, welche Menschen ich erreichen möchte. Will ich jetzt halt über Masse gehen, da muss ich niedrigpreisig ansetzen. Mir war es immer wichtig, dass Menschen eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen. Und deswegen habe ich versucht, relativ schnell mit dem Preis hochzugehen. Ich bin aber keiner, der andere Produkte nimmt und vergleicht. Es gab Situationen, da war ich günstiger als die Konkurrenz, Mitbewerber, Marktbegleiter. Und es gab Momente, da war ich viel teurer. Ich persönlich habe mich noch nie für andere interessiert, wie die ihr Pricing machen. Ich nehme das zwar wahr, aber ich habe mich nie dafür interessiert. Für mich war es einfach simple Mathematik und wichtig ist die Zielgruppe. Das heißt, ich habe einen künstlichen Avatar erstellt. Wer ist mein Traumkunde? Was verdient der pro Monat? Was kann ich mit diesem Produkt bringen? Und da habe ich mir gedacht, das muss dieser Person jetzt zum Beispiel 50 Euro wert sein. 100 Euro oder 200 Euro. In meinem Fall war es so, wenn ich jetzt gedacht habe, okay, ich hätte auch gern viele neue Zielgruppe, denen ich dann später vielleicht auch weitere Produkte anbieten kann, dann bin ich halt sehr günstig gegangen. Hörbücher habe ich dann eher gemacht, nicht jetzt um den Markt oder um den Menschen komplett zu verändern, sondern ich habe gesagt, guck mal, hier ist eine Kleinigkeit, du kannst dir das nicht leisten. Also ich habe immer alles abgedeckt, aber immer überlegt, was ich wollte. Neukunden, günstig, Masse oder eben Premiumkunden, mehr Wertschätzung, hochpreisig. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das muss so irgendwie sein. Du kannst auch ein Hörbuch für 100 Euro verkaufen. Damit wirst du halt die Leute einschränken. Du kommst raus aus der Vergleichbarkeit, wie du immer sagst. Weil ich glaube, ein Hörbuch für 100 Euro, wer hat es schon rausgebracht? Aber wenn du sagst, für die Zielgruppe, die haben das Geld, dann mach das. Und denk nicht, aber Hörbücher müssen immer nur 20 Euro kosten. Nee, dann bist du eben der Erste, der 100 Euro macht. Das sind so meine Gedanken zum Pricing. Okay, ich halte mal dagegen, nehme mal die andere Seite der Medaille. Ich orientiere mich durchaus an den anderen und schaue, dass ich auf keinen Fall günstiger bin als die anderen, um einfach meinen Anspruch an mich selbst und an den Markt damit klarzumachen. Weil gerade wir Deutschen verbinden mit einem Preis auch eine gewisse Qualität. Und wir glauben oftmals, dass wenn du einen niedrigen Preis nimmst, dass dann die Qualität nicht stimmen kann. Es gibt ganz viele Beispiele, wo jemand das Produkt sehr günstig angeboten hat und dann ist jemand gekommen, weil es nicht lief und hat gesagt, okay, verdreifache mal den Preis und biete es nochmal an. Preis verdreifacht, auf einmal läuft das Ding. So, also ich orientiere mich durchaus am Markt. Der zweite Punkt ist Split-Testing. Wenn du einen Verteiler hast, wie immer der auch aussieht, kannst du zum Beispiel hingehen und sagen, ich schicke mal 1000 E-Mails raus an diesen Verteiler mit dem Preis 49,90, 1059, 1069 und dann schaue ich, wann wird am meisten gekauft. 1000 ist durchaus repräsentativ. Und jetzt kann es sein, dass die 69er am häufigsten gekauft werden. Dann nimmst du für dein Produkt den Preis 69. So haben wir das in der Vergangenheit sehr, sehr häufig gemacht. Erst die Split-Tests, gucken wer wie kauft und dann haben wir diesen Preis genommen, der am besten lief. Das kann nach unten gehen, das kann nach oben gehen. Du hast mal einen schönen Spruch gesagt, den will ich vielleicht nochmal hier kurz einbringen. Und zwar, wenn ihr dann vielleicht etwas habt, wo ihr sagt, okay, jetzt gibt es halt ein Format, das ist günstiger. Es muss ja nicht günstiger unbedingt als die Konkurrenz sein. Du sagst immer den schönen Spruch dann,
pass auf, ihr wartet 2 Tage hier, das hat 100 Euro vielleicht gekostet, aber das ist nur ein Gruß aus der Küche. Das heißt, ein Premium-Produkt oder ein hochpreisiges Produkt auf keinen Fall so günstig machen, sondern gebt den Leuten eine Chance, einen Eindruck zu bekommen, Top-Content, aber dann die ganz klare Kommunikation, Leute, nach hinten raus, da gibt es noch einiges, was du dann vielleicht noch in Anspruch nehmen willst. Das Modell nennt sich Frontend, Backend oder Affenfaustmodell. Willkommen bei Systemvertrieb, das Seminar machen wir 2-mal im Jahr. Da ist das Bestandteil. Wie funktioniert so eine Strategie? Okay, Fehler bei Launches. Also wir werden noch was machen zum Thema Launches. Da kommt noch ein Video. Könnt ihr euch darauf freuen. Aber was ist so typischer Fehler bei Launches? Ja. Meine typischen Fehler, vielleicht der erste typische Fehler, war, das Produkt rauszubringen und sagen, hier ist es. Mhm. So, hey, still und heimlich, ich habe es produziert in meinem Kämmerchen und habe gesagt, geil, da ist es jetzt, Facebook-Post, E-Mails, jetzt bitte kaufen. Und dann habe ich mich gewundert, warum die Leute sagen, Moment mal, was ist denn das? Die Käufe waren schleppend. Also mangelnde Kommunikation im Vorfeld, dass da bald etwas kommt, die Leute auf der Reise mitnehmen, damit sich so auch eine Vorfreude bilden kann. Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, die Rahmenbedingungen außer Acht lassen. Wenn eine Fußball-WM ist und du dann zu der Primetime deinen Launch machst, dann kann das eben nach hinten losgehen. Oder wenn du im Winter ein Produkt erstellst, was man im Sommer nutzt. Viele lachen jetzt vielleicht, aber das sind die gängigen Fehler. Und nochmal etwas, bitte jetzt nicht, das muss man immer so machen, aber spinn das gerne ein bisschen weiter. Wann sind Leute vielleicht kaufwilliger? Wann sind sie besser gelaunt? Montags oder freitags? Ne? Am Anfang der Woche oder Ende der Woche? Wann haben Leute mehr Geld? Monatsbeginn oder Monatsende? Also wer an einem Montag am 21. ein Produkt rausbringt, habe ich auch schon gemacht, weil es halt reingepasst hat, aber dann musst du schon ein Standing haben. Also es sind so Kleinigkeiten, man muss die Zielgruppe einfach kennen. Vielleicht gibt es auch welche, die montags gut drauf sind. Ich bin ja auch gut drauf montags. Aber solche Dinge beachten. Und vielleicht noch der dritte Tipp ist, fehlende Begeisterung. Du kannst kein Produkt auf den Markt bringen und sagen, ja, holt's euch mal, vielleicht ist es ja was für euch. Da muss ein Leuchten in den Augen sein, da muss eine Begeisterung. Wenn du dein Produkt geil findest, dann kommunizier es auch so und nicht einfach so ab sofort verfügbar. Also da müssen Emotionen rein. Es wird ja auch ganz oft in Büchern oder man hört es ja ständig, der Mensch kauft emotional und dann begründet er eher rational. Aber es geht sehr viel über Emotionen. Also Storytelling, Geschichten, Verpackung, Emotionen transportieren. Das wären so die 3 Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Leider. Cool. Wow, wie viel aus dem Thema rauszuholen ist. Wa? Wahnsinn. Okay, also erster Hinweis ist schon gekommen, der Hinweis auf das Folgevideo noch zum Thema Launch. Da gehen wir nochmal sehr, sehr tief rein in diese ganzen Launch-Thematik. Also wie bringst du das Produkt richtig auf den Markt? Jemand möchte sich mit dem Thema Produktentwicklung, Produktvermarktung, Ideenfindung beschäftigen. Was ist dein Tipp? Hast du da was? Auf jeden Fall habe ich da was, weil, wie gesagt, seit 10 Jahren beschäftige ich mich sehr intensiv damit. Ich habe vom Hörbuch als kleinen Einstieg bis zu einem Meisterkurs, also Masterclass, zum Thema, wie man ein Produkt auf den Markt bringt. Ich empfehle euch, schaut da einfach in die Shownotes rein. Ich bin mir sicher, ihr könnt da etwas verlinken. Ich lasse an meiner Erfahrung teilhaben. Es ist deine Entscheidung, wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, scheiße, Mann, der Typ hat recht, ich sollte ein Produkt auf den Markt bringen, dann warte nicht 10 Jahre und mach 150 Launches, sondern finde jemand, der diese Erfahrung gemacht hat, der sie mit dir teilt. Dazu musst du einfach in die Shownotes schauen und dann bekommst du alles auf einem Tablett präsentiert und dann kannst du zuschlagen. Also vielleicht kurze Anmerkung. Wenn du irgendwo hin willst, finde jemanden, der da ist, der schon da ist, wo du hin willst. So, das ist ein Spruch, der ist ziemlich gängig im Moment. Ist auch logisch. Ja? So, und wenn du jetzt sagst, der Weg ist aber ziemlich lang, es gibt immer Abkürzungen. Nämlich die Erfahrung, die dazwischen ist, zwischen dem Punkt, wo du jetzt bist und dem, wo der Profi ist. Und die Abkürzung, die es da gibt, das ist eben das Know-how.
Das gibt es über Bücher, das gibt es, was weiß ich, über Podcasts, über YouTube-Videos, das gibt es über Online-Kurse, über Seminare, über Mastermind-Runden und so weiter. Und frag nicht immer, was kostet mich das, sondern es ist eine Investition. Es ist, wenn ich das ausgebe, wie schnell, wie viel schneller bin ich da, wo ich hin will? Das ist immer ein wichtiger Punkt. Die, die keine Kohle haben, fragen sich immer, was kostet das? Das ist so teuer. Die, die viel Kohle haben, haben einfach ein anderes Denken. Nämlich sie fragen sich, okay, wenn ich das investiere, wie viel schneller bin ich da, wo ich hin will? Die 111.000 Euro bei meinem ersten Launch, das habe ich ja nicht gemacht, weil ich so clever bin in dem Bereich, sondern weil ich einen Partner an der Seite hatte, der einen Großteil dieses Umsatzes natürlich als Provision bekommen hat, aber ohne den Partner hätten wir vielleicht 10.000 Euro umgesetzt. Also die Frage ist immer, machst du es alleine, dann dauert es ewig und du kommst oftmals gar nicht dahin, wo du hin willst, oder hast du jemanden, der dir die Abkürzung zeigt? So, das Wort zum Sonntag war das an der Stelle. Das war ein schönes Wort zum Sonntag. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Podcast-Folge respektive zu diesem Video. Und guckt mal in den Link rein, den ich drunter setze, zum Kelvin, schaut euch das an und denkt an das zweite Video zum Thema Launches. Gefällt dir das, was wir hier machen? Lass ein Abo da. In dem Sinne, fette Beute.